Ja, und vielleicht, lieber Heiko, vielleicht kannst du noch mal schauen, ob wirklich auch der Schlussläufer oder die Schlussläuferin diese Startnummer mit dem Chip schon angebracht hat auf dem Rücken des Lauf-T-Shirts, damit wir dann Punkt 12 Uhr starten können hier. Und gerne mit Spalier hier direkt auf der Startgeraden.